Cannabis ist eine Droge und in Deutschland illegal. Nur wenige schwerkranke Menschen werden mit Cannabis oder cannabishaltigen Medikamenten behandelt. Jetzt könnte sich das ändern. Cannabis, in Deutschland eine illegale Droge. Umso verwirrender waren für viele diese Schlagzeilen. Cannabis auf Rezept. Gibt es bald den Joint legal in jeder Apotheke? Fakt ist, die Koalitionsfraktion möchte das Betäubungsmittelgesetz ändern. Schwerkranke sollen leichter an cannabishaltige Medikamente kommen. Deshalb will sie ermöglichen, dass Fertigarzneimittel auf Cannabisbasis zugelassen werden. Bisher werden schon Cannabinoide zum Beispiel in der Schmerztherapie bei Krebspatienten oder Multipler Sklerose eingesetzt. Allerdings nur bei sehr wenigen Patienten. Auch weil Cannabis einen schlechten Ruf hat. THC, der Hauptwirkstoff von Cannabis, hat eine berauschende Wirkung und kann halluzinogen wirken. In der medizinischen Therapie ist der Einsatz von Cannabis aber sinnvoll. Raus aus der Schmuddelecke, fordert der Schmerzmediziner Dr. Gerhard Müller-Schwefe, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerztherapie. Wir denken, dass die Behandlung mit Cannabis-Derivaten ganz normale Medizin ist, so wie die Therapie mit Entzündungshemmern oder mit Morphinderivaten. Frank Clemens ist einer von rund 40 Patienten in Deutschland, die Cannabis legal in der Apotheke kaufen dürfen. Mit 17 Jahren hatte er einen Badeunfall. Seitdem ist er querschnittsgelähmt. Mit 36 erkrankte er an Krebs und verlor mehrere Rippen und Muskelteile. Seitdem kämpft er nicht nur mit seiner Spastik. Ich habe ein chronisches Schmerzsyndrom, das mit Cannabis super zu behandeln ist. Die andere Alternative wären Opiate, aber die vertrage ich überhaupt nicht. Also die Nebenwirkungen, die sind enorm. Unter anderem Wortfindungsstörungen, Artikulationsstörungen, Benommenheit und was ganz, ganz Schlimmes in meinem Fall speziell, das ist sehr starke Verstopfung. Frank Clemens hat eine Ausnahmegenehmigung von der Bundesopiumstelle des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Nur wer wirklich schwer krank ist und bei dem andere Therapien versagen, hat eine Chance. Er raucht oder inhaliert das Cannabis. 20 Gramm bekommt er monatlich für rund 290 Euro. Der Vorstoß der Koalitionsfraktion bringt ihm aber nichts. Seine Kasse wird nichts zahlen. Denn Cannabisblüten sind offiziell keine Arzneimittel. Eine Erlaubnis gibt es weiterhin nur in Ausnahmefällen. Einfacher ist es, an Dronabinol zu kommen. In Deutschland darf es jeder Arzt verschreiben, allerdings nur auf Betäubungsmittelrezept. Es wird nicht aus Rauschhanf, sondern aus THC-armem Nutzhanf gewonnen. Arzneimittelrechtlich ist es aber nicht zugelassen, denn es gibt kein Fertigarzneimittel. Nur eine Rezeptur, die der Apotheker herstellt. Genau deshalb zahlen die gesetzlichen Krankenkassen in der Regel auch nicht. Die meisten Patienten können sich die monatlichen Kosten zwischen 250 und 400 Euro nicht leisten. Dabei kann Dronabinol wirklich helfen. Birgit Eilbacher bekam vor einigen Jahren Knochenkrebs. Sie hatte starke Schmerzen. Außerdem verursachte die Chemotherapie Übelkeit. Morphine vertrug sie nicht. 2,5 Jahre nahm sie Dronabinol. Ich hatte eine bessere Stimmung insgesamt. Die Schmerzen wurden weit weniger. Ich konnte das gut mit anderen Schmerzmitteln dann kombinieren. Also das hat mir die Frau Mieke dann noch mal genau gesagt, wie ich das machen muss. Ich habe wieder Appetit gehabt, ich hatte sehr abgenommen damals und mein allgemeines Befinden war einfach besser. Ein deutsches Pharmaunternehmen arbeitet zwar an einer Zulassung, doch solange Dronabinol nur eine Rezeptur ist, werden die Kassen nicht zahlen. Kurzfristig wird sich nichts ändern für die Patienten. Langfristig aber werden wir Fertigarzneimittel, die cannabishaltig sind, in der Apotheke zur Verfügung halten. Das heißt, sie werden billiger werden, sie werden verfügbar werden und wir gehen davon aus, dass auch die Erstattungssituation anders wird. Für eine kleine Patientengruppe könnte es 2011 soweit sein. Dann wird die Zulassung vom Cannabisextrakt Sativex erwartet. Ein Fertigarzneimittel für multiple Sklerose-Patienten. Für sie werden die Kassen die Kosten dann wohl übernehmen.